Parma gegen Lazio, was in den 90ern ein absolutes Topspiel war, ist jetzt das Duell des Aufsteigers gegen Lazio Rom, die oben dran bleiben wollen. Die Curva Nord gedenkt Matteo Bagnaresi, ein Parma-Boy, der vor 10 Jahren zu Tode gekommen ist. Lazio, hier auswärts das zunächst bessere Team. Viele Torchancen bieten sich nicht. Der Kapitän Senad Lulic versucht es mal aus der Distanz. Die Anfangsphase gehört zwar Lazio, aber Parma mit Kontermöglichkeiten. Entlastung über Roberto Inglese. Di Gaudio geht mit, den sieht Inglese nicht. Er versucht selber die falsche Entscheidung. Parma muss ja auf den zuletzt so starken Gervinho verzichten. Sein Ersatz Inglese trifft hier die falsche Entscheidung, sieht Di Gaudio nicht. Somit bleibt es beim 0:0. Die Lazio-Chance gibt es kurz vor der Pause für Patrice. Wird schön freigespielt von Acerbi. Aber Luigi Sepe, der Torhüter von Parma, ist zur Stelle. Viel Platz für Acerbi. Der sieht mal die Lücke. Patrice, aber 0:0. Der Pausenstand, weil Parma hier defensiv eine sehr ordentliche Leistung zeigt. Lazio will dranbleiben an Napoli und dafür müssen Punkte her. Dieses Spiel ja auch die Generalprobe für die Europa League am Donnerstag im Mobile mit der ersten Torschuss für ihn in diesem Spiel. Wie ein Torjäger wartet er am zweiten Pfosten, so einen macht Immobile normalerweise. Ein zähes Spiel für Lazio. Es dauert bis zur 80. Spielminute. Dann werden sie erlöst durch einen Elfmeterpfiff von Michael Fabri. Der eingewechselte Wallonbergischer holt den Elfmeter raus. Klare Sache. Cialiolo trifft Bergischer, daher Elfmeter. Immobile tritt an, Immobile trifft. 81. Spielminute, das 1:0 für Lazio. Die Erlösung. 6. Saisontor, keine Chance für Luigi Sepe. Vom Elfmeterpunkt lässt sich Immobile nicht zweimal bitten. Parma muss dann aufmachen und somit gibt es Kontermöglichkeiten. Der eingewechselte Correa sucht und findet Immobile, der scheitert aber an Luigi Sepe. Ja, sieht man nicht oft, dass Immobile so eine Chance dann auch noch auslässt. Tolle Aktion vom Torhüter. Wir sind schon in der Nachspielzeit, Parma wirft alles nach vorne. Und daher viel Platz beim Kontern. Immobile, jetzt uneigennützig auf Correa. 2:0, die Entscheidung. 94. Spielminute. Lazio macht den Deckel drauf und holt 3 Punkte im Auswärtsspiel bei Parma. Eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Olympique Marseille. Jubel bei Lazio, denn es war keine leichte Aufgabe für das Team von Simone Inzaghi an diesem Nachmittag in Parma. Der Sieg aber dann auch verdient.